macht doch was. Carsten, gib doch mal Gas. Ja, weiß ich dann, ob ihr da seid oder nicht da. Ich bin die ganze Zeit schon da. Ich bin schon neben dir. Ja, dann bist du halt neben mir. Mir egal. Mädels. Boah, ist mir doch egal. Mädchen. Ja. Da stehe ich jetzt. Oh, scharfe Kurve. Da stehst du jetzt? Oh, in der scharfen Kurve? Nee, da ist aber jetzt. Gut, dass ich so einen Hänger habe, der so hoch ist und so. Ein Hänger? Ein Hänger. Ich habe aber einen Hänger. Chicoten, jetzt leck doch nicht wieder an mir vorbei. Ein Hüngerchen hast du. Ja. Achtung an dich, ich bin rechts von dir. Achtung. Na, und ich bin nicht da. Jetzt passiert gar nichts. Jetzt passiert gar nicht wieder was. Andi, übrigens noch eine scharfe Kurve. Bin ich in deinem Gefährdungsbereich oder? Nee, ich hab nur ständig den Motor aus und hör's irgendwie nicht. Deswegen habt ihr mich gerade überholen können. Und sonst noch eine scharfe Kurve. Hättet ihr mich nicht gekriegt, so. Aber du hast doch dieses Motor an mit Gaspedal, oder? Nee, hab ich nicht. Hat er nicht? Nein, ich fahr nicht so voll noobig wie ihr. Ey, ich hab das auch nicht. Habt ihr mir beim letzten Mal gesagt, dass ich das machen soll? Und dann hab ich mir überlegt, ob ich das mache. Und dann hab ich's gemacht. Ich hab das nicht gesagt. Ich wusste das überhaupt nicht und nutze es auch nicht. Schieb mal nicht auf mich ab. Voll noobig. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem damit habt. Josh haben wir das erzählt. Ja, ich hab das so eingeschaltet. Sind wie die Noob-Tuber so bei Call of Duty, weißt du, nur mit ihren Granatwerfern die ganze Zeit. Ja? Ich kann nichts anderes, ne? Ich glaub, ja. Carsten müsste vorfahren. Ne, ich glaube, du musst vorfahren, weil du hast ja das Navi-Ziel für die Werkstatt. Ach so, ja, ich hab das Navi-Ziel für die Werkstatt. Aber trotzdem liefert der Jacody als erster ab. Ja, aber die Werkstatt ist trotzdem vorher. Ja. War einfach Richtung Rostock. Ja, es wäre nur recht nett, wenn ihr mal irgendwie so fahren würdet, dass ich euch noch sehe. Ich weiß nämlich nicht, wann ich raus muss. Ja, wir sagen dir Bescheid. Ich lass den Carsten jetzt erstmal vorfahren. So, ich glaube, wir müssen nämlich dann hier auch runter. Rostock. Ach, Leute, die rasen immer, das ist unnormal. So, also, fahrt dann. Ich stehe hier immer auf Vollgas. Hier runter. Die Carsten fahren nebeneinander. Hier runter. Ich lass den Carsten gerade vorbei. Motorfehlfunktion, super. Und ich Gas, gebt Gas da vorne. Wer? Wir jetzt oder was? Ja, ihr. Ja, jetzt sollen wir langsam, jetzt sollen wir schneller. Wir können nicht schneller. Du kannst aber zweispurig dran vorbei. Also einspurig. Ja, das werde ich nicht riskieren, wenn der Chicoten da vorne fährt. Das Ding hier ist eng. Drängt mich ab. Ja. Stimmt, ist eng. Nein, ich dräng dich nicht ab. Was ist eng? Und hügelig. Das Ding ist eng? Die Kurve ist eng und hügelig. Eng und hügelig? Aha. Okay. Was du dir auch immer wieder unter eng und hügelig vorstellst. Eine Frau. Eine Frau. So. Und wieder rechts runter. Wieder rechts runter. Aber wenn du das vorhin bemerkt hast, dass Carsten und ich nebeneinander. Guck mal, da fährt einer einen Penis durch die Gegend. Was? Penis. Ja, so den habe ich schon verstanden. Andi! Aua. Ein Phallus-Symbol. So, wir Julian! Sind was hast machst du hier denn? Gemacht? Ja, ich bin deinetwegen entgleist. Du bist also, nicht mehr. Du warst hinter mir, ich konnte nicht schneller an den Spur. Nein, ich war rechts von dir. So, ja. We have entered the city. Erster Aufenthalt in Rostock. Echt? In Rostock? Erst. Standbild. Links. Links an rum? An der Ampel links. An der Ampel links, okay. Wie dein erster Aufenthalt in Rostock? Ja, ich bin das erste Mal in Rostock. Echt? Der fährt normal nicht nach Rostock, der Chicoten. Ich fahr nicht so oft in die DDR, tut mir leid. Fahr da rein, da. Andi! So. Was und denn? Rechts. Du hast bevor mir meine Frontschürze abgeschraubt. Was und hab ich? Plötzlich von rechts kam. Ich häng irgendwie hier an einem Schild fest. Ja, dann ich würd gern dran vorbei. Dann ja, ist es. Ich hab mich hier relativ festgefahren gerade. Relativ? Und relativ. Relativ. Wollte ich da vor der Einfahrt stehen. Hast du mich eben eigentlich von hinten bemerkt so? Ja, ich hab dich im Rückspiegel an mir vorbei fliegen sehen förmlich. Fliegen? Julian, wo muss ich denn hin? Ich weiß es nicht. Die Ampel ist rot. Ach, doch, ich weiß es wohl. Ja, bevor ihr unter die Röhren die fahrt, rechts rein. Die nächste rechts. Hier? Nächste rechts. Die hier? Hm? Das ist doch eine Firma. Doch.
die nächste Straße, nicht die nächste. Die da. Ja. Typ, geh weg da. Geh weg da. Ich rolle. Ja, am Eingang steht oder die da. Die kommt. Und dann? Nee, es ist die da. Die Fahrt hast nicht kann. Ich glaube, danach die nächste die auch mit dem roten Pulli an, Mann. Nein, das ist die Frau, die freitags nicht kann. So geht das, Julia. So, und jetzt ist mein Motor komplett aus. So, die nächste rechts an die und dann siehst du die Werkstatt schon. Ich versuch ihr seid jetzt anders gefahren. Das ist schön. Ja, der Julian leitet mich so. Ich mach nur, was der Julian sagt. Ich mach immer nur, was der Julian sagt. Ja, ja, ist okay. So, dann fahr. So, dann will ich mich. Sollen wir nochmal speichern? Was denn hier los? Haltet ihr davon, wenn wir nochmal speichern? Ja, wir speichern los. Viel davon, was ist denn hier los? Ja, wieder so ein Russen-Konvoi. Nee, ich seh's gerade. Hier ist, Aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich finde das cool. Was der Julian mich kaputt gemacht hat hier, das ist... So, alle die gleichen... Du bist in die Botanik abgehauen. Oh, ja, ich hab Räder 1%. Ich bin so weit schon gefahren. Du musst die Räder reparieren. Fress dich. Du musst dir die Räder neu aufziehen. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Drehen die nicht irgendwann am Rad, wenn du die immer nur aufziehst? Halt die Goschen. So, speichern. Der Carsten mit seinem grünen Volvo. Julian? Meiner sieht voll cool aus. Ich fress dich. Der Andi mit seinem blauen Iveco. Ach, die fahren schon wieder, guck mal. Die sagen auch nicht Bescheid. Ja, die nee. Ah, nee, warte, Julian, warte. Warte, noch nicht fahren. Jetzt fahren. Darf ich? Ja, Jackson 5-3. Ach du Scheiße, ey. Bitte was? Leute. Ey, du Russe, ey, verpiss dich da aus meinem LKW. 7 of 2, was war das jetzt? Nee, Jackson 5. Sind das Bock? So, Fahrt. Türkoten sind das Bock? Wenn der Kack-Russe da vor mir jetzt langsam mal aus dem Tritt geht. Oh. Ja, der will da irgendwie parken oder sowas. Hasse Hubnet. Russe. Ah, ja, aber. So, dann müssen wir. Ja, genau. Da entlang fahren, wo ihr gerade lang fahrt. Schon wieder so ein Russe! Was denn? Dann müssen wir da lang, wo ihr auch. Was ist denn hier? Bist du noch hinter uns, James? Ich bin gleich wieder hier. Hä, was ist denn hier für Straßenblockaden? Ja, so, der ist. Übernehmen die gerade ETS hier oder was? Ja, weiß nicht, der Typ ist doof ein bisschen. So, nee, die fahren hier gerade alle so einen Schwachsinn zusammen, Hilfe! Schon wieder so ein Konvoi, was ist denn hier los? Hallo, seid ihr ein bisschen bescheuert? Sag mal, warum haben die denn jetzt alle im Konvoi die gleichen Trailer? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Sind die auf einmal alle die gleichen Frachten fahren oder haben die irgendwas? Ich stehe noch. Serverhack wahrscheinlich oder sowas. Keine Ahnung. Frag mich. Leute, nicht. Leute, gebt euch dieses Bild. Es ist der absolute Hammer. Hier ist der Chaos-Konvoi mit rot-weißen LKW. Das kann ja wahr sein, oder? Das ist der absolute hob nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Jetzt hupen sie alle hier. Was ist denn mit Fahren? Ja, ich kann nicht. Die Ampel ist rot und alles blockiert hier. Ich fahr jetzt einfach mal. Ja, fahr. Weil das bringt ja sonst nichts. Meine Fresse. Du bleibst stehen. Mann, oh Mann. Fress ich dich. Ja, dann bleib dahinter mal stehen. Seid ihr hinter mir? Nee, ich nicht. Bleib stehen. Bin jetzt mal stehen geblieben. Vorsicht, Carsten, nein, der jetzt. Russe macht gerade hier, der Jackson 5 macht gerade Anstalten, an dir vorbeizufahren. Ah. Ja, hub nicht. So. Mann. Alter, bleib stehen. Bleib ja stehen. Du sollst stehen bleiben, habe ich gesagt. Was habt ihr denn da hinten? Nein, der bleibt nicht stehen. Ich bin über eine grüne Ampel gefahren und der fährt einfach. Mir in den LKW. Von dem Konvoi da. So. Bist du hinter uns? Ich bin hinter Jackson 5. Ja, okay, da bist du hinter uns. Andi, geben die Gas. Och, endlich ist es hell. Aber ist schon sehr interessant, ne? Nein, das ist nicht interessant. Das ist. Ja. Ah! Ja, ich finde das trotzdem übrigens, interessant. Übrigens, das Pokébild von Jackson 5 sieht so aus, als könnte er nicht bis 3 zählen, aber. Wobei, ich glaube fast mal, dass das mit diesen. Ja, warum fährst du links? Nee, wir müssen. Geradeaus. Aber zeigt mir hier irgendwie auf dem Navi? Nee, ich muss links.
Links. Hä? Nee, geradeaus und geradeaus dann links. Geradeaus und dann links. Ja, jetzt, ja, jetzt unter der Brücke links. Ja, weil wenn du jetzt links gefahren wärst... Ja, weil wegen... Ja, war das richtig, ja, oder? Ich habe ja schon einberechnet, ja, dass der Andi weiter vorne ist als ich. Ja, nee, der war noch vor der Brücke. Für mich sah es so aus, als wäre er schon... Nee, runter. Der war noch vor der Brücke. Nee, der war noch vor der Brücke. Hexenfall fährt uns übrigens hinterher. Also ich vermute mal stark, dass das irgendwelche Hexen sind. So wie die Speed-Hacks, die wir damals mal gesehen haben. Julian, kannst du dich erinnern? Du meinst, dass die alle mit dem gleichen Trailer fahren? Also, soweit mir bekannt ist, geht das nicht. Aber jetzt sind heute extrem viele, ne? Ja, ist halt die Sache oder die Frage natürlich, wie die das... Oh, Julian, oh! Entschuldigung, ich hab ein bisschen gelaggt. Ja. Lag. L-A-G-G, nicht L-E-C-K. Vielleicht sind die alle von einer anderen Richtung... Alle ein Kollektiv. ...hingefahren oder so, keine Ahnung. Ja, aber wir haben doch noch nie alle den gleichen Stelle. Was? Cool, ja, Kollektiv? Ja, wir versuchen aber auch alle an der gleichen Stelle loszufahren. Und wenn die, an verschiedenen Stellen losfahren, dann kannst du natürlich schon den gleichen Trailer bekommen und dann treffen die Julia, sich. Julia! Was denn? Daneben dir. Okay. Warum? Boah. Aber warum? Ich auch neben dir, weil du leckst. Ich auch neben dir, weißt du, leckst. Oh, was ist denn mit der Ampel? Ach, das ist die Ampel kurz vor Rostock, genau. Wir hätten ja abbiegen müssen. Ja, ich hab's gemerkt, ich war zu schnell. Ja, ich fahr jetzt auch einfach mal über Rot, weil sonst kommt man hier gar nicht mehr weg, wahrscheinlich. Ja, also bei mir ist grün. Stand da nicht wieder einer aus dem Konvoi? Jedes Mal, wenn ich jetzt da irgendwie diese komischen Trailer sehe. Nee. Wir treffen uns bei der Fähre wieder, ja? Ich, das sind wieder die. Fahrer gesucht. Ja, dann such doch einen Fahrer. Pass mal auf, jetzt beweise ich mal, dass ich witzig bin. Ja. Naja, jetzt ist er. Weiß mal. Jetzt bleibt er einfach stehen und chattet. James. Ja, Entschuldigung. Assi. Ah, Fragezeichen. Hat er nicht kapiert. Was hat er dann geschrieben jetzt? Ich hab nicht... Er hat gesagt, Fahrer gesucht. Ja. Ich hab gefragt, wo hat er ihn denn verloren? Frag mal, wo hast du ihn zum Schluss gesehen? Oder zuletzt gesehen? Bist du lustig. Ich weiß. Fahrer gesucht, du hast ihn verloren. Ja, gut. Oh, Massenkarambolage. Ja, nachdem wir übergesetzt sind. Nee, pass wir auf, sollten erstmal warten. Auf, dass ich weiß, ist ja gleich doppelt lustig. Oh. Oh. Da vorne hüpft einer, guck mal. Mann, der hüpft sich, der Michi. Was ist denn hier los? Ja, die machen da ganz komische Sachen. Julian, was du da machst, klar, macht jetzt gerade keinen Sinn. Nur mal so am Rande. Ich konnte nicht, weil die auf der Gegenspur und so. Was auf der Gegenspur? Der hat. Hä? Doch, ich war auf der Gegenspur. Aber du bist gerade an uns vorbeigezogen, nur mal so am Rande. Ja, das hat's jetzt gebracht. Sag ich ja. Da vorne hin irgendwie? Nee, der Julian steht im Weg. Ja. Nee, das geht doch alles. Ja, das geht doch alles. Ich stand auf der Gegenspur, weil ich den Scotty zu spät gesehen habe. So, und ich fahre jetzt in die No-Collision-Zone rein. Ja, fahr mal an dem hüpfenden Auto vorbei. Der steht in der Nummer. Welches hüpfende Auto denn? Dann ist ja gut, der LKW da. Der mit dem roten Auflieger, mit dem roten Gastank. Welche vor oder nach dem Übersetzen? Ey! Sag mal! Ich hab's kommen sehen. Das kann ja wahr sein. Ich hab den. Andi, stopp! Ich hatte den. Och, Chakoten. Ich nee, hatte den. An die Wand gefahren. Ich gerade. Hatte den gerade im toten Winkel. Ich hab den überhaupt nicht kommen sehen. Andi! Was denn? Ja, weil du bist so dem Geländer so nah gekommen. Dem Geländer? Oh, immer ich. Geländer. Weißt du, der Takt, der rast hier wie so ein Bescheuerter auf dem Gegenstreifen durch, kriegt nix ab. Und ich krieg wieder hier die volle Ladung. Nee, das ist nervig. Wo müssen wir denn hin? Ich werde jetzt auch gleich speichern. Ne, ich speichere jetzt schon mal. Nach Malmö, nach Trelleburg, oder? Ne, nach Trelleburg. Warte, ich guck gleich, wo wir hin müssen. Ja, Trelleburg. Ist doch Malmö da in der Nähe. Trelleburg. Ja, aber ich setze nach Trelleburg über. Ja, ich guck auf die Weltkarte, wo ich rüber muss. Trelleburg. Ja, nach Trelleburg. Borg heißt das, nicht Burg. Trelleburg, ja. Borg? Da gibt es keine Burgen, da gibt es nur Borgen. Ja, Borg, Andi. Borg. Borg. Klingt schwedisch. Schwedisch.
Ich speichere jetzt mal nach dem Übersetzen hier. Du machst auch immer alles anders, ne? Trellerborg. Ja,